keine große Hektik. Pal Dardai sieht keinen Grund zur Sorge. Nach der zweitbesten Hinrunde der Vereinsgeschichte ist er auch mit dem Trainingslager in Belek sehr zufrieden. Seine Hertha steht auf einem sensationellen dritten Platz. Einer, der besonders stark war, ist Mitchell Weiser. Erst vor einem halben Jahr aus München gekommen und jetzt schon so wichtig, dass seine Vorgesetzten den Vertrag gern vorzeitig verlängern würden. Weiser selbst klingt ebenfalls nicht abgeneigt. Ein Abschied im Sommer ausgeschlossen. Ich denke, die Stadt ist überragend. Für mich die beste Stadt Deutschlands, was ich bis jetzt gesehen habe. Man kann viel unternehmen. Von der Mannschaft wurde ich gut aufgenommen. Man macht auch außerhalb des Trainings mal was. Ich fühle mich sehr wohl. Das zeigte er auch auf dem Platz. Kickernote 3,0. Kein Berliner Feldspieler hatte in der Bundesliga-Hinrunde einen besseren Schnitt. Es war vielleicht das beste Halbjahr seiner bisherigen Karriere. Aber Weiser bleibt ruhig. Es ist nur ein halbes Jahr. So sehe ich das. Davon kann ich mir nichts kaufen. Wir müssen jetzt weitermachen als Mannschaft. Wir als Mannschaft können uns davon auch nichts kaufen. Für die erste, zwar gute Hinserie, aber ob das dann auch so weitergeht, das ist entscheidend. Weiser wirkt abgeklärt, trotz seiner 21 Jahre. Und so füllt er schon eine Vorbildrolle für Sinan Kurt aus, der jetzt ebenfalls aus Bayerns zweiter Reihe nach Berlin kam, zunächst für die zweite Mannschaft. Zurzeit läuft es gut, wir haben gute Spieler, junge Spieler, hungrige Spieler, die Erfolg haben wollen. Das ist das, was die Mannschaft ausmacht. Wir sind alle noch hungrig, wollen mehr und daran wollen wir jetzt anknüpfen. Weiser steht exemplarisch für den jungen, hungrigen Spieler. Bei den Bayern hat er sich nicht durchgesetzt. Berlin ist seine große Chance.